Guten Tag, Leute. Nicht wieder euer Peter geben. So, Leute, und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen. Und bin mal sehr gespannt. Sehr ruhig weiterspielen und gucken mal, was wir hinkriegen. Ruhig. Ja. Genau, wir sind froh, dass wir morgen. Oh, noch zwei Siege brauchen wir noch. Wir brauchen noch zwei Siege und dann sind wir im Achtelfinale, Leute, mit dem Team. Und das wäre natürlich klasse. Denke ich, die Mannschaft ist einfach so gut zurzeit im Krieg. Aber wir müssen halt und dann müssen wir müssen jetzt gegen Porto wollen wir das zweite, dritte Spiel gewinnen, Leute. Warum wissen wir nicht? So, Leute, müssen wir mal. So, gegen Porto müssen wir jetzt ein gutes Spiel abliefern, Leute. Alter, schon. Drei Spiele, fünf Tore schon. Oh, der ballert sich durch, Leute. Der ballert. Und Liverpool will heute den dritten Sieg und somit eine kleine, schon eine minimale. Mit dem Sieg heute oder Liverpool schon hat nur, wäre schon fast in der K.O.-Phase. War ich alle. Wenn der durchkomme, wäre der Baller. Ah, ich bin mal gespannt, wann. Einfach ruhig. Ah. War leider abseits, Leute, leider abseits. Und der nächste Angriff. Liverpool macht, tut sich langsam nach oben. Champions League läuft auch. Die läuft auch schon sehr rund und lang. In der Champions League läuft auch schon sehr gut.
Ja, wie er wird, er wird immer besser. Ne? Ach, komm mal durch. Mann. Oh, wenn der Ball durchgekommen wäre, es wieder eine Top-Chance gewesen für Liverpool. Jetzt einfach, für Porto wird Sachen schön. Die kämpfen um den zweiten Platz, Leute, Porto. Mit Porto kämpfen wir um den Gruppensieg. Boah, schöne Torschance. Schöne Torschance für Liverpool, Leute. War leider ein bisschen zu nah an dem Tormann, Leute. Immer schön weiter so. Ah, zu Zeiten bitten zu. Und wenn wir heute gewinnen und dann noch, also holen wir uns jetzt den sechsten Sieg. Also wir haben jetzt schon wir spielen uns jetzt einen Rausch, also eine Woche, gute Woche, spielen wir hier uns einen Rausch, nein, Leute. Und die anderen Teams müssen jetzt auch noch. Ah, Champions League, also. Schade, gute Chance, aber na, leider nicht gut. Aber es war ein Versuch wert, Leute, es war ein Versuch wert. Oh, Junge, er war dran, Leute, er war dran. Er war dran am Ball. Junge, er war an dem Ball dran, Leute. Er war an dem Ball.
Und Davis macht das gleich wieder. Gleich wieder den Ding da. Ihr könnt hier nicht gewinnen, ihr wird hier nicht. So, ihr wird das Spiel heute nicht gewinnen. So, das Spiel wird ihr heute nicht gewinnen. So, Schieds, wir müssen mal gleich abpfeifen, Leute. Wir müssen gleich abpfeifen. Und jetzt zweite Hälfte. Mal gucken, die zweite Hälfte müssen nach ruhig weiterspielen. Diese Siegholen und somit sind wir fast in der KO-Phase. Das ist natürlich wichtig, in die KO-Phase zu kommen. Was haben wir nur noch? Ruhig das Spiel nach Hause. Ah, schade, das ist nicht gut. Oh Mann, oh nee. Porto macht's aber richtig gut. Wir machen zur Zeit ein bisschen. Okay, da. Ah, das Spiel ist. Porto zeigt halt wirklich. Boah, nächstes Spiel geht's gegen Fulham, Leute. Nächstes Spiel geht gegen Fulham, Leute. Aber vielleicht ist es nicht ganz so blöd.
doch nicht jedes Spiel zu gewinnen, Leute, aber letzte Saison. Letzte Saison haben. So, also das letzte, letztes Jahr waren wir top, sind wir ohne Niederlage ins Achtelfinale gekommen. Und danach sind wir ziemlich schnell aus der Liga rausgeflogen. So, also sind wir früh aus dem Turnier rausgeflogen. Vielleicht auch keine, aber es wäre halt schön, Oje. Boah, Porto. Ja, für Porto geht's da. Ja, ja. Daher Sevilla gewinnt. Ah, schade, das war eine gute Aktion, Leute, aber nicht gut. Junge, der Torhüter halt jetzt die Bälle aber echt gut. Muss man schon sagen, echt gut. Oder? Walla Banyan, der halt, der läuft immer noch. Ruhig, weil. Da wollte man mal vielleicht Handelfmeter provozieren, Leute. Oh, Porto macht das ja, aber
Oh Mann, das ist das Gegenteil, das wär bitter. Boah, fast durchkomme. Weil wenn wir da durchkommen wären, wär's. Boah, Mann, das ist jetzt wirklich. Und jetzt versuchen. Ah, oh, schade. Oh Gott, Mann, es war. Schönes Spiel, Leute. Punkt. Bleiben weiter in der Champions League. Leider keine große Vorentscheidung der Liga. Sevilla gewinnt. Da gibt es jetzt einen Dreikampf, Leute. Es wird diesmal einen Dreikampf geben, Leute. Ja, die zwei Gegentore waren halt sau bitter, Leute. Die waren. Die zwei Torschüsse. Oh, der zweite Torschuss hätte man verhindern müssen, Leute. Das war das Problem an meiner Hand. Wir wollten dieses Spiel gewinnen, um halt nichts, die Vorrunde, die Rückrunde erfolgreich. Aber, naja, das ist vielleicht nicht so schlecht, weil letztes Mal haben ja. Es war, letztes Mal haben wir auch alle Spiele gewonnen, als sind wir ja früh raus. Welches ist denn besser als Omi-Node? Vielleicht ist es ein besseres Omen, vielleicht, Leute. Man weiß es nicht. Welches ist ein besseres Omen? So, jetzt spielen wir noch gegen Fulham. Vielleicht ist es ein besseres Omen. Wir sehen einfach mal, Leute. Jetzt spielen wir erstmal gegen Fulham, aber gegen Fulham wollen wir erstmal gucken beim nächsten Mal. Ich würde sagen, somit sagt's für heute. Euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.